Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 2. Februar. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute geht es um Impfungen in Schwaben, Gerichtsentscheidungen und einen Biber in Not. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Und manche haben zwar endlich den ersten Termin, aber der zweite steht noch aus und man soll doch nach 3 Wochen die zweite Impfung bekommen. Da hat sich das Impfzentrum Ulm jetzt was einfallen lassen. Das Zentrum bietet eine einfache Lösung, schreibt aber im gleichen Moment, dass die wirklich nur und ausschließlich für die Menschen gilt, die im Impfzentrum Ulm auch ihre erste Impfung bekommen haben. Wer die also bekommen hat und dem der zweite Termin fehlt, der darf 21 Tage nach der Erstimpfung zum Zentrum kommen, zur selben Uhrzeit wie zum ersten Termin. Mitbringen muss er seinen Ausweis, seinen Impfpass und den Nachweis, dass die erste Impfung tatsächlich in Ulm war. Dann wird er durchgelassen und geimpft. Zugleich wird eine landesweite Lösung für das Problem gesucht. Die Termine in Schwaben sind nach wie vor sehr schnell weg. Im Kreis Impfzentrum in Ohmendorf waren die 500 Termine gestern schon nach wenigen Minuten vergeben. Mehr geht halt nicht, weil nicht mehr Impfstoff da ist. Die nächsten Termine werden kommenden Montag freigeschaltet. Ansonsten geht es langsam voran. In Ulm wurden bisher 30.000 Menschen geimpft. In ganz Baden-Württemberg sind es 230.000 Menschen mit einer Erstimpfung. Gut ein Drittel hat davon schon die zweite Dosis bekommen. In Bayern wurden rund 330.000 Menschen geimpft. Auch da hat mehr ein Drittel auch schon die zweite Dosis. Der Nachrichtenhappen. Darüber spricht Schwaben heute. 2 schwere Verbrechen in Schwaben werden jetzt auch schwer bestraft. Die erste, nach der Bluttat an seiner getrennt lebenden Frau in einem Allgäuer Linienbus, ist der 38 Jahre alte Ehemann zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Die Strafkammer im Landgericht in Kempten hat auch die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten festgestellt. Das bedeutet, dass eine Strafaussetzung zur Bewährung nach 15 Jahren kaum möglich sein wird. Die Richter folgen mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hat nur 11 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Der Kammervorsitzende Christoph Schwiebacher sprach aber von einer öffentlichen Hinrichtung im Bus. Mit 11 Messerstichen hat der Mann die 27-Jährige niedergemetzelt. Grund für die Tat seien die Besitzansprüche des Angeklagten gegenüber seiner Familie gewesen. Die Ehefrau und die gemeinsamen Kinder habe der Angeklagte regelmäßig geschlagen und da sich die Frau dann einige Monate zuvor getrennt hatte, habe der 38-Jährige die Sichtweise gehabt, dass er nun seine Ex-Partnerin töten dürfe. Und auch am Bodensee ist jetzt Recht gesprochen worden. Die Revision in einem Vergewaltigungsfall ist abgelehnt worden. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig. Der 14-jährige Täter war Ende September vom Landgericht wegen Vergewaltigung mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und versuchter Nötigung zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Der Jugendliche hatte im April 2020 in Friedrichshafen eine 18-jährige Frau laut Gericht brutal vergewaltigt. Volljährig wird der 14-jährige jetzt auf jeden Fall im Jugendgefängnis. Der Nachrichtenhappen, das Beste zum Schluss. Und nachdem es jetzt kurz ein bisschen deprimierend war, hier noch eine richtig schöne Nachricht. Polizisten im Unterallgäu haben einen Biber in Not gerettet. Der kleine Biber ist in Türkheim in den Zulauf eines Wasserkraftwerks geschwommen und dort an einem Rechen hängen geblieben. Zeugen haben das zum Glück gesehen und dann die Polizei gerufen. Die Beamten haben dann gesehen, dass an dem Rechen eine Art Hubwagen befestigt war, mit dem normalerweise angeschwemmtes Holz und andere Gegenstände aus dem Wasser gehoben werden. Und den haben dann die Einsatzkräfte benutzt, um den Biber aus seiner Notlage zu befreien. Danach haben sie ihn wieder in sicheres Wasser gesetzt, auf das er lange und fröhlich seines Weges schwimmen soll. Vielleicht ist er ja irgendwie einem Stück Holz nachgeschwommen und dann hängen geblieben. Also schön, er ist gerettet. Mit einem Lächeln im Gesicht können sie also jetzt in den Feierabend starten. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.